Gemäß einer Studie der Schweizerischen Alzheimer-Vereinigung kostet uns die Demenz jedes Jahr 6,3 Milliarden Franken. Das betrifft ungefähr 100.000 Patienten in der Schweiz. Der allergrößte Teil der Kosten sind Pflegekosten. Nicht ganz die Hälfte der Kosten sind Pflegekosten im Heim. Ebenfalls nicht ganz die Hälfte der Kosten sind Pflegekosten daheim von Angehörigen, die offiziell nichts kosten, aber es bewirkt natürlich trotzdem Nebenkosten, wenn jemand nicht arbeiten geht, weil er seine Mutter oder seinen Vater pflegt beispielsweise. Und ganz am Rand haben wir die Medikamentenkosten, die sind heute bei 0,4% der Demenzkosten, das ist marginal. Wir können eine Demenz insofern ursächlich nicht behandeln, weil wir die genaue Ursache letztendlich immer noch nicht kennen. Wir haben aber Medikamente, die den mit der Krankheit einhergehenden biochemischen Veränderungen ausgleichen und korrigieren. Und die auch also insofern nachgewiesen wirksam sind und die auch gut verträglich sind. Daneben gibt es eine Reihe von Methoden, die nicht auf Medikamenten beruhen, das heißt sogenannten nicht-medikamentösen Maßnahmen aus ganz verschiedenen Richtungen. Das heißt, das sind zum Teil Trainingsverfahren. Das bekannteste ist das Hirnleistungstraining. Im Moment ist unabhängig der sozialen Herkunft für jeden die Möglichkeit gegeben, sowohl bei der Therapie wie bei der Pflege ausreichend versorgt zu sein. Es gibt allerdings regionale Unterschiede. Wenn man im Kanton Waadt wohnt, ist man sehr gut ausgestattet. Je nachdem, wo man sonst in der Schweiz wohnt, ist das deutlich schlechter. Wann nun eine Familie die Pflege an andere abgeben sollte, also zum Beispiel an ein Heim, das hängt sehr stark davon ab, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie hat. Das heißt, Angebote zur Teilzeitpflege zum Beispiel oder auch Teilzeitunterstützungen, Stichwort für ein paar Stunden Urlaub, können das häusliche Pflegesystem lange auch gut entlasten. Aber sie müssen vorhanden sein. Es muss Menschen geben, die das machen. Mit der steigenden Anzahl von Kranken bis 2050 braucht es eine klare Strategie auf schweizerischer nationaler Ebene. Man muss erstens genau wissen, was man machen muss im Bereich der Pflege, im Bereich der Vorsorge, der Frühdiagnostik, auch der Hilfe für die Angehörigen der Alzheimer-Patienten in diesem Land. Und als zweites muss man schauen, wer macht was. Das ist heute absolut unklar. Was macht der Bund? Was machen die Kantone? Was ist die Verantwortung der Gemeinden? Und dann auf dieser Grundlage zusammenarbeiten. Ich selber finde es ausgesprochen reizvoll, einmal zu sehen, wie so ein Gesamtpaket, so ein Versorgungspaket, was auf Angehörige zielt, was die Demenzkranken behandelt, inklusive Früherkennung. Man weiß, dass je früher man beginnt mit den Behandlungen, umso besser kann man den langfristigen Verlauf beeinflussen und auch die Angehörigengesundheit beeinflussen, dass wenn man das mal alles zusammensehen würde, wie viel man dann erreicht. Aber solche Untersuchungen sind aufwendig, sind kompliziert, aber würden gerade in Anbetracht dessen, wie teuer das Problem Demenz ist, sich vielleicht auch lohnen. Wir brauchen ungefähr 11% unseres Bruttoinlandproduktes heute für unser Gesundheitssystem. Vielleicht brauchen wir mit dem Älterwerden der Bevölkerung, mit dem medizinischen Fortschritt, ein Bewusstsein, dass wir ein bisschen mehr für die Gesundheit ausgeben, vielleicht ein bisschen weniger für andere Sachen. Das ist grundsätzlich kein Drama, wir sind kein armes Land.